nochmal einen Impuls für uns dabei. Herzlich willkommen, genau. Manuel. Super. Ja, vielen Dank. Den Impuls habe ich heute Morgen noch von zu Hause gemacht. Jetzt hier in Berlin. Freue mich total, Menschen zu sehen, live und in Farbe. Und ja, vielen Dank für die Gelegenheit, hier nochmal ein paar Gedanken zu teilen. Es wird nicht lange. Es wird auch kein inhaltlicher Impuls. Ich glaube, wir haben alle heute und gestern ja auch schon so viel Inhalt aufsaugen können, teilweise selbst geteilt und mitgenommen. Deswegen für die paar Minuten, die ich mir heute nehmen möchte, habe ich mir überlegt, was kann ich noch teilen, was irgendeinen Mehrwert bietet. Und in der Vorbereitung des University Future Festivals durfte ich Teil der Vision Jury sein. Also wir haben uns als Jury die ganzen Einreichungen angeschaut, die kategorisiert wurden als passend zum Vision Track. Und eine Sache ist uns aufgefallen, da war wenig Vision dabei. Das waren spannende Ideen, interessante Konzepte, neue Ansätze, aber das richtig Visionäre, das blitzte so ab und zu mal auf, aber es war nicht so, dass man das Gefühl hätte, dass alles, was da eingereicht wurde und in diesen Track sich selbst ja eingesortiert hat, dass das so von visionären Ideen und Impulsen quasi übersprudelte. Und das hat mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Unsere Studierenden an der Kurt University bekommen zum Studienbeginn von uns so ein kleines Willkommenspaket. Und dazu gehört typischerweise auch das eine oder andere Buch, von dem wir denken, dass, wenn man es am Anfang seines Studiums liest, einem das interessante Impulse vermittelt und ein paar Grundlagen für das Studium. Und in diesem Jahr haben wir Ihnen geschenkt den Druck einer Rede von David Foster Wallace, der wahrscheinlich vielen von Ihnen und euch was sagen wird, die er gehalten hat als Commencement Speech, diese amerikanische Tradition von Rednern, die quasi vor Abschlussjahrgängen von Universitäten auftreten. Und diese Commencement Speech hat er überschrieben als Text mit dem Titel This is Water. Und er beginnt diese Rede mit einer kleinen Geschichte von zwei Fischen, die so vor sich hinschwimmen und einem älteren Fisch begegnen. Und dieser ältere Fisch begrüßt die beiden jungen Fische im Vorbeischwimmen und meint zu ihnen so: Hi Jungs, wie ist das Wasser heute? Und die beiden Fische grüßen zurück, schwimmen weiter. Und irgendwann dreht sich der eine zu dem anderen um und sagt: Was zum Teufel ist Wasser? Und das ist für ihn der Auftakt einer Rede, die sich intensiv mit der Frage auseinandersetzt: Was ist eigentlich die wahre Bedeutung von Bildung, also im Amerikanischen the real value of a real education. Und seine These ist, dass es weniger darum geht, Fachwissen anzuhäufen und sich in eine Profession hineinzuentwickeln und vielmehr darum, etwas zu bekommen, das einem hilft, seine eigene Wahrnehmung zu schärfen, ein Bewusstsein zu wecken, aufzuwachen und zu erkennen und zu verstehen, worauf wir unsere Aufmerksamkeit verwenden und wie wir aus den Erfahrungen, die wir machen, Bedeutung generieren. Denn das ist am Ende ja unsere Wahl, die wir treffen, meistens unbewusst, wie wir aus dem, was uns widerfährt, was wir erfahren, wie wir daraus für uns Bedeutung generieren. Und dieses Wachsein, das beschreibt er als das Ziel von wahrer Bildung, die Fähigkeit, das zu erkennen für sich selbst und diesen Schritt zu gehen. Und das Gegenteil davon beschreibt er als den Default Mode. Das ist, wenn wir operieren, wie wir glauben, dass es von uns erwartet wird. Einfach, wir versuchen, externen Ansprüchen zu genügen, externe Erwartungen zu erfüllen. Das können unsere eigenen Erwartungen sein, das können die Erwartungen unserer Eltern, die Erwartungen der Gesellschaft sein. Und dabei ist mir aufgefallen, und deswegen haben wir dieses Buch verschenkt, dass es auch für das Studium einen ganz, ganz mächtigen Default-Mode gibt. Wenn ich mich in ein Studium, wenn ich mich anmelde, wenn ich mich einschreibe, wenn ich beginne zu studieren, dann ist der Default-Mode: Ich bin hier, weil ich Credits sammeln will, weil ich Prüfungen bestehen will und weil ich am Ende einen Abschluss haben will. Und der geht noch ein Stück weiter, denn mit dem Abschluss will ich ja das Nächste machen. Ich will im Zweifel, ich will Job, ich will Familie, ich will Karriere. Das ist der Default-Mode, in den ganz viele Studierende unbewusst einsteigen, in dem Moment, wo sie sagen: Jawohl, ich möchte studieren. Und ich glaube, dass, wenn wir über Zukunft reden wollen und über die Hochschule der Zukunft, und wir sind ja hier im University Future Festival, wir wollen ja eigentlich die Zukunft der Hochschule feiern,
dann müssen wir uns fragen, wie können unsere Hochschulen eigentlich zu Orten werden, die das leisten? Die Studierenden helfen, aus diesem Default-Mode auszusteigen, den als eine Option zu sehen, aber damit eben auch das Steuer in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich bin derjenige, der entscheidet, was mein Ziel ist im Studium, im Leben. Und dann kann ich mich fragen, wie eine Hochschule mir helfen kann, dieses Ziel zu erreichen. Und in den ganzen Diskussionen, die wir führen, wenn wir unter uns sind, all die Hochschulexpertinnen und Experten, alle die Hochschullehrerinnen und Lehrer und Menschen, die im Bildungssystem unterwegs sind, ich glaube, wir operieren auch alle ganz oft in einem Default-Mode. Weil ganz viele Dinge einfach gegeben sind. Die sind so und die werden auch nicht groß hinterfragt. Und wenn man mal jemand wagt, etwas zu hinterfragen, dann heißt es ganz oft, naja, aber daran können wir eh nichts ändern oder das ist halt so, damit müssen wir leben. Ich glaube, wenn wir unseren Beitrag dazu leisten wollen, dass sich unsere Hochschulen zu Orten entwickeln, die den Studierenden erlauben, dieses Bewusstsein zu entwickeln, auszusteigen aus dem Default Mode und die Verantwortung zu übernehmen für ihr eigenes Lernen und für ihr eigenes Studieren und damit in der Konsequenz auch für ihr eigenes Leben, dann müssen wir selber aussteigen aus dem Default Mode in unserem Kopf darüber, wie wir glauben, wie Hochschule ist oder zu sein hat oder nur sein kann und uns gegenseitig immer mal wieder herausfordern und fragen, was ist denn für uns gerade das Wasser, das uns tagtäglich umgibt und dessen wir uns nicht bewusst sind. Was ist eigentlich für uns das, was wir für gegeben nehmen, so alltäglich, so selbstverständlich, dass wir gar keinen Gedanken an dessen, an die Existenz verschwenden, geschweige denn an die Einschränkungen, die damit einhergehen. Denn am Ende, das wissen wir auch alle, ist ja der Schritt vom Wasser irgendwann ans Land erfolgt. Und da wurde evolutorisch noch viel mehr möglich. Und wenn es diesen Schritt nicht gegeben hätte, dann wären wir heute wahrscheinlich alle nicht hier. Also lohnt es sich, glaube ich, meines Erachtens, dass wir uns gegenseitig, gerade wenn wir hier sind, um die Zukunft der Hochschule, die Hochschule der Zukunft zu feiern, immer mal wieder erinnern an all die Dinge, die wir hinterfragen sollten, die wir uns bewusst machen sollten und die wir viel zu oft für selbstverständlich und für gegeben nehmen. Also das ist mein kurzer Impuls für heute. Lasst uns gegenseitig immer wieder daran erinnern, zu schauen, was ist unser Wasser, das uns umgibt, und das wir ständig hinterfragen sollten. Danke. Vielen Dank dir, Manuel. Gerne. Eine Frage, die wir sehr, sehr gerne morgen nochmal mitnehmen in den Workshop-Tag und da hoffentlich wirklich gut bearbeiten können.